Hallo, willkommen zurück zu Resident Evil. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal das neue Video an. Happy Birthday. Eine Videokassette, die Aufschrift lautet Happy Birthday. Ja, mal sehen. Vielleicht ist das der Geburtstag von Lucas oder so, könnte ich mir jetzt vorstellen. Wir haben es ja in seinem Zimmer gefunden. Mal schauen. Oh, es ist von Clancy. Hä? Testing Area. Experiment. Can trespassing idiots solve puzzles? Du bist ein verdammter Glückspilz. Weißt du, ich beneide dich. Was? Du glaubst mir nicht? Diese Freude kann man nicht vortäuschen. Es hat Wochen gedauert, das fertigzustellen. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich! Oh, komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Das wird ein Spaß. Du wirst schon sehen. Oh Gott, wir erfahren echt noch, wie es mit Clancy weitergeht, der Arme. Okay, also das Video hieß... Können diese Idioten meine Puzzle, meine Rätsel lösen? Müssen also irgendein Rätsel... Oh! Wow, da ist eine Leiche! Die ist mir eben nicht aufgefallen. Oh. Oh, toll. Geh ich mal hin, was? Hallo. Oh, was ist das denn? Oh Gott. Oh, sieht das gruselig aus. Hilfe, was ist das? Was? Och, das gefällt mir schon wieder gar nicht, ne? Wie das hier losgeht. Nee, ich will die Scheißkerze nicht. Ich bleib hier einfach. Nein. Ja, ist das dunkel. Oh Gott. Ich will hier bitte raus. Bitte nicht lebendig werden, ja? Das wäre super. Oh mein Gott, sieht das gruselig aus. Was bist du? Oh, ist das ein Clown? Oh Gott. Ich mag das nicht. Ich mag das hier nicht. Ich mag das hier nicht. Ich mag's gar nicht. Also, gar nicht, gar nicht. Okay. Vielleicht war das ein Geburtstagsclown von Lucas. Hier tropft's irgendwo. Ich bin nicht begeistert. Okay. Was? Was soll ich hier denn? Achso, da geht's noch weiter. Okay. Clown. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei diesem Clown. Clowns sind ja so schon gruselig, aber wo bin ich hier überhaupt? Was ist das überhaupt für eine komische Wohnung hier? Mann, das ist ja voll groß. Da ist ein Kuchen, da will ich nicht hin. Ah, oh oh. Oh. Oh, das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Ich nenne das Spiel. Ich will wirklich gerne lebendig aus dem Raum kommen und keinen grässlichen, schlafvollen Tod sterben. Ich weiß, der Titel ist nur provisorisch. Nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Torte. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich. Leck mich. Genau, leck mich. Ja. Das kann ich... Okay. Was will der? Dass ich die Kerzen da brennend reinstecke, oder was? Oh Gott! Aufziehschlüssel. Aha.
Was haben wir hier? Das scheint auch eine Art Code zu sein, den wir da eingeben müssen. Den weiß ich natürlich noch nicht. Das ist wie ein Geschenk gemacht. Ja gut, da ist wahrscheinlich der Schlüssel nach draußen drin oder so. Was bedeutet das nun wieder? Was mache ich hier? Oh, okay. Das lässt sich nicht stopfen. Oh, toll. Gut, das ist ja toll, das ist super. Ein ölverschmierter Aufziehschlüssel. Was soll das? Ist das gut oder schlecht? Wahrscheinlich fängt das Öl dann Feuer und dann brennt hier alles, oder wie? Oder was? Die Kerze brennt nicht. Ist richtig. Kann ich hier vielleicht den Aufziehschlüssel reinstecken? Passt nicht. Na, okay. Oh Gott. Ja! Schon wieder vergessen. Alter, ich bin nicht begeistert. Oh, dieser kranke Clown, ey, das gefällt mir echt alles nicht hier. Ah, hier kann ich Feuer machen. Gut, aber wir müssen erstmal diesen Wasserspringer da ausbekommen, ne? Was ist das denn hier? Ist das Gas? Das ist wahrscheinlich Gas. Oh, und diese Lache da breitet sich weiter aus. Das ist ja auch toll. Oh nein, dann explodiert das wahrscheinlich alles hier irgendwann, oder? Was ist das hier? Ein Bild. Hier werde ich wohl nicht rauskommen. Nein, natürlich nicht. Ich befürchte, ich muss irgendwas mit diesem komischen Clown machen. Der hat ja auch so ein komisches Rad da drin in seinem Körper. Oh nein, ist der etwa zum Aufziehen? Ist der Clown zum Aufziehen? Oh Gott. Das finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Ich befürchte, er ist zum Aufziehen. Bitte töte mich nicht. Bitte. Okay. Ich gebe ihm mal die Kerze zurück. Mal sehen. Passt nicht. Aber ich kann ihm irgendwas geben. Interessant. Will der einen Stift oder so haben? Vielleicht. Oh, da ist was drin. Oh nee. Echt widerlich. Mann, das. Eklig. Das ist dein kleinstes Problem, mein Freund. Verschmutztes Fernrohr? Fernrohr im Inventar benutzen. Ja, wie jetzt? So ist das gemeint, okay. Wo kann ich das benutzen? Wo soll ich denn hingucken hier bitte? Da nach draußen vielleicht irgendwo? Oh, ach so, man kann einfach nichts sehen. Das ist natürlich auch super. Ich muss es vielleicht erst sauber machen? Aber wie? Kann er das sauber machen? Kann er irgendwas damit tun? Passt nicht.
Okay, das scheint sich jetzt... das scheint sich nicht noch weiter auszubreiten. Das Ding hier. Happy fucking birthday. Got a light? Hm, noch nicht. Man muss ja alles mal testen, ne? Scheint mit einem Polarisationsfilter ausgestattet zu sein. Durch den Schmutz kann man kaum durchsehen. Hm. Ich mich jedes Mal wieder erschrecke. Pff. Was ist denn hier? Hier! Hier? Tja. Der sein können, dass man da irgendwie hingucken muss oder so. Ich weiß es nicht. Hm. Was hat es hiermit auf sich? Das ist irgendwie ein Bild, was leuchtet oder so. Kann ich das irgendwie anmachen? Hm. Ich zünde erstmal mein Licht wieder an. Okay, da kriegen wir wahrscheinlich eine Stichflamme, oder? Das würde nichts nützen. Oder soll ich da das Fernglas vorhalten? Würde nichts nützen. Hm. Vielleicht kann ich die brennende Kerze irgendwie mit dem Fernglas kombinieren. Macht ja auch nicht so viel Sinn eigentlich, ne? Was fehlt mir vielleicht oder so? Hm. Aber was? Du blöder Clown, hilf mir. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Nö. Oh. Moment, hier. Es kommt kein Wasser heraus. Das ist ja toll. Nicht hilfreich. Hm. Was sagt das Klo? Nix. Uah. Mir nicht ganz klar, was hier passiert. Ist ja wohl nicht. Vielleicht ist hier noch irgendwas in den Schränken oder so. Hm? Ach so, nö. Durchrennen wird sowieso nichts bringen. Kann ich das durchbrennen? Ah, okay, kann ich. Aha. Wo komme ich jetzt hin? Oh, oh Gott, oh Gott. Okay. Bah. Peng, ja. Sorry.
Uah. Ah, hier ist wieder so ein... Okay, da muss ich ein Wort für... erkennen wahrscheinlich. Vielleicht muss ich die erstmal alle wegmachen, damit ich irgendwas finde. Ein Ballon. Aha. Naja, sonst scheint hier nichts zu sein, ne? Nö, glaub nicht. Okay, der Ballon. Ein nicht aufgeblasener Gummiballon. Mhm. Vielleicht können wir den an die Gasleitung ranpacken. Eventuell. Oh, der hat ja Stacheln. Okay. Ah! Oha! Au! Oh Gott! Ja, mit sowas kann man auch nicht direkt rechnen, ey. Da waren Nägel drinne und ein Federhalter. Ja gut, der ist für den Clown. Was zum Teufel? Okay, die Feder sieht nach einer billigen Nachbildung aus. Nimm mal die... Er kann ihn nicht richtig halten? Oh, dem fehlt ein Finger. Ha! Das ist natürlich, ja. Wo ist ein Finger? Was ist denn hier mit den Nägeln? Die bringen uns wohl nix, was? Nö. Krieg ich denn jetzt bitte einen Finger her? Alles kaputt machen hier. Oh, Moment. Ach so, nee, ich dachte gerade, da wäre noch irgendwas. Hm. Ohne das Passwort wird es kaum gehen. Happy steht da. Ja, gut. Ich glaube aber nicht, dass uns das hier was bringt, wenn wir die alle kaputt machen. Es sei denn, in einem ist vielleicht irgendwas drin oder so, aber... Achso. Das scheint mir aber nicht so. Hm. Auch gar nicht klar, was der überhaupt mit dem Federhalter machen soll. Alter, warum reißt du ihm nicht einfach von der anderen Hand einen Finger ab, ey? Denk doch mal nach. Nimm den jetzt. Du könntest ihn mit heißem Wachs beträufeln und dann in die Hand stecken. Oh, vielleicht können wir das sogar machen. Moment. Nein. Können wir nicht machen. Das hier hat nicht funktioniert. Hier gibt's nichts mehr zu tun. Hiermit können wir anscheinend nichts mehr machen. Ich gehe mal, glaube ich, nochmal rüber in den anderen Raum.
Das hier ist wohl noch irgendwas, womit wir was tun können, würde ich ja mal behaupten, ne? Es lässt sich nicht stopfen. Okay. Vielleicht können wir doch nichts mehr damit tun. Und hier unten auch nichts. Hä? Baby? Skorpion. Kann ich nicht erkennen. Ein Kraut? Müssen wir wohl auch erst einen Hinweis finden. Wird auch andere Sachen reinstecken. Lukas hat gesagt, ich soll eine brennende Kerze in die Torte stecken. Ja. Passt nicht. Da passt auch gar nichts, ey. Na okay, das wird wohl auch erst was für später sein. Quasi der letzte Schritt, schätze ich mal eher. Hier vielleicht irgendwas tun. Was ist da eigentlich drauf abgebildet? Irgendwelche random Leute, oder? Oh, da ist der Clown. Oder ist das die Familie Baker? Ich meine, das könnte die Oma sein. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Wäre möglich. Fällt gerade nichts anderes ein, deshalb mache ich die jetzt gerade alle kaputt. In der Hoffnung, dass in irgendeinem was drin ist. Ich glaube, mein Plan geht nicht auf. Oder sind noch ein paar? Tja. Alles wegge... Oh. Moment. Hat nicht wirklich geholfen. Tun. Es muss eigentlich irgendwas jetzt mit dem Federhalter sein, sonst hätten wir ihn ja umsonst bekommen. Irgendwas müssen wir mit dem tun. Oder der blöde Finger liegt hier irgendwo rum und ich sehe den einfach nicht. Das wäre natürlich fies. Kein Finger zu sehen. Ich glaube, das wird eine lange Folge. Da oben ist auch nichts.
irgendwas tun, während er hier beschäftigt ist? Nee, scheint auch nicht so. Mann. Was zum Teufel soll ich machen? Weiß es nicht. Mann. Oh, hier ist ja ein Loch. Cool. Vielleicht müssen wir versuchen, hier einfach verschiedene Kombinationen zu benutzen. Sensenmann klingt schlecht. Gegessener Apfel. Baby. Skorpion. Eine Glocke vielleicht. Ein Kraut. Ein Mensch mit Kettensäge oder so. Ein Grabe könnte das sein. Eine Spritze. Ich habe keine Ahnung, was. Wir versuchen einfach mal mehrere Sachen. Nein. Es wird wohl kaum des Rätsels Lösung sein. Ich habe alles einmal durch. Ach Mann, das ist so blöd. Ich will das alleine lösen. Es muss irgendwas sein, was nicht so schwer sein kann. Weil bisher war das Spiel noch recht simpel von den Rätseln her. Es kann nicht auf einmal ultra schwer sein. Man könnte ja auch eigentlich voll viel mit dem Feuer machen. Also, man könnte viel mehr anzünden. Ich könnte hier die Ballons anzünden. Boah, das scheint auch nicht wirklich zielführend. Hier steht ja auch nirgends irgendwas oder so. Ich suche schon die ganze Zeit nach irgendwelchen versteckten Sprüchen oder sowas. Aber nee. Ist nicht. Armer Clancy. Es tut mir leid, dass ich nicht weiß, wie ich dir helfen kann. Hm.
Tja. Mysteriös. Ich würde sagen, ich gucke erstmal ein bisschen weiter. Und wenn ich auf eine Lösung stoße oder irgendwie vorankomme, dann setze ich einfach da mit dem Let's Play wieder ein. Nee, es hat jetzt ja keinen Sinn, wenn ihr mir hier beim Herumirren zuguckt. Ich würde sagen, wir sehen uns also gleich irgendwann. Ja gut, hallo, da bin ich wieder. Haha, ich kam gerade auf die grandiose Idee. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie könnte ich das scheiß Fernglas reinigen. Im Moment, es gibt hier ja Wasser. Ja, wir haben es jetzt gereinigt. Ich weiß noch nicht, was uns das bringt, aber wir sind auf jeden Fall einen Schritt weiter. Ne? Ich habe ja gedacht, ich soll damit dahin gucken. Weil irgendwie sieht das so aus, aber das jetzt so ist... scheint irgendwie nicht so. Oh! Aha! Oh! Jetzt wird's interessant, hä? Okay. Da, verstehe. Das ist für den Code im anderen Raum. Kettensägenmädchen. Ich kann ehrlich gesagt nicht erkennen, was das ist. Glocke. Und Baby. Geil! Dann kommen wir tatsächlich mal einen Schritt weiter. Ja. Okay. Also. Das hier. Das war das zweite nochmal. Das dritte war der Embryo. Ah ja, genau. Und das hier war die Glocke. Ha! Was ist das denn? Okay. Wofür brauche ich die denn bitte schön? Die Puppe fühlt sich hart an. Okay. Was soll ich mit der tun? You. Oh, das bin ich. Das bin ich. Alles klar. Ich bin auf einen Stock aufgespießt. Gut. Vielleicht kann ich sie anzünden. Aber was bringt mir das? Oh, ich kann es sogar. Oh Gott. Und... aha! Puppenfinger. Ah, Puppenfinger. Okay, verstehe. Das heißt jetzt, die Puppe ist weg, ne? Teil der Hand einer Puppe aus Metall hergestellt. Ja. Kommt einem bekannt vor, ne? Gut, dann nimm mal den ollen Finger hier, Freundchen. Boah, ich trau dem ja nicht, ne? Der sieht so schrecklich aus. Er sieht einfach so schrecklich aus. Oh. Okay, und kann der jetzt wahrscheinlich die Feder erhalten? Oh Gott, bitte stech mich nicht damit. Hier. Loser. Dankeschön. Danke. Sehr freundlich. Ja, das hat mir jetzt wie genau weitergeholfen, bitte? Loser. Es muss uns irgendwas gebracht haben, dass das jetzt hier steht. Oh, Moment. Vielleicht ist das das Passwort. Ja, wahrscheinlich. Ein schlechtes Gefühl, was passiert, wenn wir das hier lösen. Hey. Loser. Nett. Achso.
Ja, ich habe mich gerade vor dem Laken erschreckt. Entschuldigung. So, jetzt bin ich hier. Ist das wirklich gut oder? Oder was? Ach, das ist ein Ventilrad. Okay. Ha, ha, ha. Cool, dann können wir jetzt das Wasser abdrehen. Und die Kerze reinstecken. Ja, cool, oder? Läuft, ne? Oh, ich habe immer noch so Angst vor dem Clown. Ich habe Angst, dass er gleich aufsteht und mir irgendwas tut. Aber ich glaube, dazu ist er nicht konstruiert, hoffe ich. Hoffe ich sehr. Sehr, sehr, sehr. Was? Ei, hör auf. Okay. Okay. Happy birthday!